Okay, ich schätze mal, wir gehen noch mal alle raus. Und dann, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ich hoffe mal, es liegt daran, dass sie nicht in unserem Distrikt waren, was ich jetzt aber nicht weiß, ob das wirklich so war. Dann reisen wir jetzt mal in den gleichen Distrikt und dann sind wir hoffentlich auch in der gleichen Instanz. Ich fühle mich starr. So, da kann ich dann noch Sachen einladen. Ja, scheint so. Elorven, was ist aber für ein Für Name? höhere Gerechtigkeit. Keine Ahnung, was das für ein Name sein soll. Ah, jetzt ist er da. Okay. Tötet sie! Okay. Ich habe jetzt ehrlich keine Ahnung, woran es liegen könnte. Das ist neu. Ach so. Nach 5 bis 10 Minuten. Ach so, nach 5 Minuten bitte. Da sind Harpyien im Anflug. Die elenden Vögel stehlen alles, was nicht festgebunden ist. Wir müssen um jeden Preis die Vorräte schützen. Wir sind jetzt schon zu lange hier, um alles wegen ein paar dämlicher Harpyien zu verlieren. Wenn die erstmal meinen Stahl geschmeckt haben, werden sie es sich zweimal überlegen, ob die wiederkommen. Okay. Okay, dann machen wir wohl erstmal die Harpyien. So. Schade, dass wir jetzt das nicht machen konnten. Finde ich irgendwie blöd, aber okay. Was soll man schon machen jetzt? Dann müssen wir uns halt mit diesem dämlichen Bug auseinandersetzen. Vielleicht werde ich ihn mal reporten, wenn ich dann hinterher weiß, was los war. Oh. Was ist hier los? Oh, scheiße. Ich glaube, das Event ist wohl noch ein bisschen zu hoch angesetzt für zu wenig Leute. Warum sind das so viele? Shit. Fuck. Das ist nicht gut, was hier abgeht. Zeige mir den Weg. Los, komm, Hapien, ich krieg euch alle. Irgendwann mal. Mist. Die sind aber. Die hauen rein. Los, ich krieg euch, ich krieg euch. Schön. Jetzt mal schnell hochheilen. Weil meinen Kollegen hier, sind die tot? Ich hoffe mal nicht. Oh, die haben auch schon Vorräte gestohlen. Müssen wir aufpassen. Ihr sucht Wissen. Und, wie sieht's aus hier? Sterbt, Grundling. Wow. Das sind aber einige. Da muss ich erstmal so ein Feld beschwören. Sonst kriegen wir ordentlich auf die Fresse. Ich versuche mal hier in der Nähe von dem zu schießen, weil der ja Nahkämpfer ist. Okay. Okay, ich glaube, wir haben das Event nicht verloren. Glück gehabt nochmal. Oh. Versuch ich. Scheiße. Oh, Glück gehabt. Komm, hab hier. Ich krieg dich. So, jetzt. Fühlt sich gut an. Das hat einen großen AOE-Effekt, ist mir aufgefallen, dieses. Okay. Oh, noch mehr Harpyien. Scheiße. Ich dachte, jetzt haben wir es irgendwie geschafft, aber jetzt kommen noch mehr.
Okay, versuche ich mal alle fetten AOE-Effekte zu beschwören hier. Oh, geht hier aber ab. Shit. Okay. Das ist mein hartes Event. Okay, ich glaube, sowas heilen klappt ganz gut. Okay, jetzt nochmal die Toten wieder beleben. Beschworene Flamme. Cool, die kann ich wahrscheinlich aufnehmen. Los, komm, jetzt. Jetzt reicht's mir. Jetzt beschwöre ich mir ein Flammenschwert. Das kenne ich mich mal. Dem ich hier hab hier. Oh! Shit! Oh. Ja, das geht wenigstens ab. Das macht wenigstens ordentlich AOE. Und ich bin tot. Na toll. Und mein schönes Schwert ist weg jetzt. Ah, ich muss mich heilen. Ja, ich weiß nicht, dass ich so stark bin für euch. Los, komm, bleib stehen, ich heil dich. Die Wut ist mein. Oh, noch mehr Harpien. Ui. Erstmal wieder so ein Eissplitter runterholen. Die Matriarchin hol euch. Ja, die Matriarchin kann mich mal. Ich glaube, ich heile gerade ganz gut. Obwohl ich das vielleicht gar nicht so direkt heilen sollte. Aber mal sehen. Scheint doch ganz gut zu laufen. Ma. Schon wieder. Weg hier. Boah. Geht aber auch alle auf einen drauf. Ja, cool. Aus fröhlich. Wir müssen noch den ganzen Dreck aufräumen, den die gemacht haben und den ihr angerichtet habt. Wäre es zu viel verlangt, beim nächsten Mal etwas zurückhaltender zu sein? Mensch, wenn ich nicht hier wäre, um für wow, jetzt habe ich aber auch schnell gelootet. Schon längst in Fetzen gerissen. Geil. Was wäre das Leben ohne ein kleines Gemetzel hier? Sicherer. Und da? Es wäre viel sicherer. Oh, einfach durch auf den F Spam. Mich bringt nichts zu Fall. Möge kommen hier euch erleuchten. So, und wie läuft's jetzt? Können wir da rein? Da bin ich wieder. Und wie läuft's jetzt? Ja, das stimmt. Macht sie nieder! Okay, hoffentlich klappt's jetzt. Ich hoffe es einfach mal, dass es jetzt klappt. Ich trinke mal eben einen Schluck. Ihr seid nicht die Verstärkung, die ich erwartet habe, aber ihr genügt. Diese törichte Norm R hat die Geister hier unten aufgeschreckt. Etwas Wichtiges vorab. Dieser Ort hat eine Geschichte. Und ich will nicht, dass eure Ahnung... Okay, das haben wir eigentlich schon gesehen, also kann ich einfach überspringen. Ich war dies Charlan. So, perfekt. Ich muss wohl als erstes rein gerade. Gut, ihr seid bereit. Je eher wir diesen närrischen Norm finden, desto schneller kommen wir hier weg. So, oh, da haben wir schon die ersten. Ich weiß gar nicht, wie wir das mit den Pullen hier machen sollen. Ich glaube, ich wechsle gleich wieder auf Fokus-Gameplay, da die eh so viele Nahkämpfe haben, wird es wohl nicht auffallen, wenn ich ein bisschen näher dran bin. Hoffe ich einfach mal. Okay, noch kann ich hier hinten gut rumgammeln und nichts machen. Mein Bein! Gut, ich versuche den mal zu schwächen, dass er keinen Schaden mehr macht. Klappt ganz gut.
Jetzt haut er ab, der Sack. Okay, ich wechsle wieder auf Zepter. Hä? Habe ich zwei Zepter gekauft, ich Idiot? Und Dolch. So, scheint hier einzelne Gegner zu sein. Da ist das wohl ganz gut, so auf diese Art. Ich muss sagen, ich bin zum ersten Mal hier drin. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie stark die Gegner sind, wie es hier mit Heilung aussieht und so. Okay, keine Särge aufmachen. Anscheinend kennt er sich schon aus. Das heißt, ich werde mich so ein bisschen an den halten. Ich finde, es ist immer gerade wichtig, wenn man im Team spielt, zu erkennen, wen man zum Leader machen sollte und auf wen man sich verlassen kann. Und dann auch auf wen zu hören. Ich glaube, wir müssen hier lang. Das Tor scheint so auszusehen, ne? Oh, Brimstone macht die Gräber auf anscheinend. Oh. Hast du nicht zugehört, Brimstone? Keine Dings aufmachen. Keine Gräber aufmachen, Brimstone. Nee, der ist kein... Oh, was ist denn jetzt? Jetzt habe ich wohl alles drauf bekommen, alle Zustände, die man wohl haben, die so haben kann. Cool, in diesem Fall wäre wohl die reinigende Welle mal ganz gut. Geil. Jetzt habe ich meinen Kollegen alles runtergeholt, alle Zustände. Ein Zustand, okay, ein Zustand habe ich runtergeholt. Ach, noch einer. Ein Spinnenjunges? Nicht das Bein. Oh, viele Spinnenjunges. Bin schneller als ein Oh, fuck, weg hier. Die hauen mir schon rein, die kleinen Spinnen da. Okay, ich heile euch mal. Noch einer. Und jetzt habe ich die reinige Welle verballert für den Moment, weil die vielleicht bräuchten. Ich versuche den mal... Ich glaube, in Wasser komme ich ganz gut klar hier. Bin ich gerade ganz toll. Ich mache nicht so viel Schaden. Ich hau dem schön die Verwundbarkeit drauf, damit meine Kollegen mehr Schaden machen. So stelle ich mir das eigentlich vor. Ich finde es einfach toll, einfach mal unterstützend zu sein. Und nicht immer nur so alles drauf. Und ich meine, das kann jeder. Zu stark. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so die sonderliche Schwierigkeit. Oh, schon wieder. Sauber, jetzt kann ich gleich meine reinigende Welle reinhauen und dann erstmal schön den Ruhm einheimsen. Yeah. Jetzt habe ich den Ruhm, den es gar nicht gibt. Nein, keine Gräber öffnen. Nein. Shit. Die hauen rein. Oh, fuck. Es geht nie ab. Ich mach mal meine Frostrüstung hier an. Die Sache wird ernst. Mist. Warum gehen die auf mich? Ich habe denen gar nichts getan. Torwächter. Nach so einem. Weg. Okay, erstmal die Selbstheilung einwerfen. So, versuche ich mal so, die zu heilen. Den Torwächter natürlich weiter so was drauf zu kloppen. Nein, lass mich in Ruhe, Torwächter. Der hat zwar auf mich abgesehen, der Sack, ne? Okay, hier, kriegt ein Schwert, Leute. Schnappt euch das. Los, schnappt euch das Schwert. Nein, ich fress meinen eigenen Staub. Komm, da kriege ich jetzt Immobilisierung drauf. So, das Schwert war, glaube ich, ganz gut gesetzt jetzt. Jetzt bin ich noch in Wassereinstimmung. Das heißt, ich heile noch mein Team so ein kleines bisschen mit. Ist zwar nicht so sonderlich viel, aber immerhin etwas. Schnell weg. Mist. Hab mich doch noch gestampft, der Sack. Ich glaube, den hau ich mal so eine... Mist. Das war's dann mit meinem Schwertchen. Komm schon. Mann. Ah gut, der ist wieder hochgekommen. Ich versuche die mal hier hochzuheilen. Weil solange die noch so ein bisschen steht, ist es in Ordnung. Dann geht's eigentlich. Ja, dieser Schmerz. Stell dich nicht so an, Mädchen. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Ah! Boah, ist gemein. Fühlt sich gut an. Für höhere Gerechtigkeit. Okay, ich glaube, jetzt kann ich mich ganz gut zu selbst hochheilen, weil ich... Nein, jetzt geht der Sack auf mich. Erfrischend. Lass mich hier weg.
Lass mich durch, ich bin Arzt. Na, außer Reichweite. Okay, dann halt die jetzt rein, die Fähigkeit. Solange ich keinen Schaden kriege, heile ich mich jetzt nämlich selbst. Kommt schon. Okay, das sieht gut aus. Jetzt bloß nicht übermütig werden. Komm, ihr könnt mich auch mal wiederbeleben. Ich bin noch nicht ganz tot, dann geht das schnell. Danke. Okay, so. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Ja, lass mich in Ruhe, du Sack. Lust zu töten, steigt. Oh, Grimlock Brimstone ist ganz tot. Haha, Idiot. Kenn ich mal, da kann man nicht als sein Leben bleiben. Ja, gleich haben wir ihn down. Ich glaube, das war's. Wir haben es geschafft. Jetzt sollten wir noch Brimstone retzen. Cooler Kampf. Echt? Kappenpf? Ja, cooler Kappenpf. Ja, ich mache ein Licht hier im Zimmer an. Es ist ziemlich dunkel geworden. So, dann bin ich jetzt zurück. Spürt die Wut. So, jetzt versuche ich die nochmal zu heilen mit dem Wasserdreieck. Zack, ja, klappt gut. Oh, kriegen gerade ordentlich auf die Fresse alle. Das ist gut, jetzt kann ich nämlich mal ordentlich meine Heilader rauslassen. Ich habe noch nie einen Heiler gespielt, muss ich sagen. Ich habe noch in keinem MMO jemals einen Heiler gespielt. Weil mir Heilerklasse einfach immer zu... Ja, die waren mir einfach immer zu heilig. Und hier als Ede kann man halt, kann man eben wechseln, das ist cool. Dann kann man einfach alles. Man ist halt so ein Fieberthüt.